Heute möchte ich dir eine Frage stellen, nämlich wer prägt in deinem Leben wen? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Six Group Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr hunderte von Menschen dabei, sich weiterzuentwickeln, ihre Berufung zu kommen, sich selbstständig zu machen oder schließlich auch ihre Firma zu verkaufen. Und die große Frage ist immer, bin ich als Person dafür geeignet, diese Schritte zu durchgehen, zu durchschreiten? Bin ich geeignet als Unternehmer, als Gründer, mein Unternehmen aufzubauen, zu gestalten und zu entwickeln? Und diese Antwort kann ich dir heute geben, wenn du mit mir gemeinsam diese Frage auch für dich beantwortest, wer prägt in deinem Leben wen? Wenn wir nun Menschen beobachten, die Karriere machen, die von sich selbst sagen, ich bin eine große Führungskraft, ein Vorstandschef, nun, dann sind diese Menschen in der Regel gesetzt worden in ein vorhandenes System. Das bedeutet, es ist ein spezifischer Kontext vorhanden. Eine Form, so ähnlich wie eine Backform, wo der Hefeteig reingegeben wird. Und wenn dieser Hefeteig in dieser Form hier aufgeht, nun, wer passt sich dann wem an? In der Regel ist es, dass diese Führungskraft dann wie ein Hefeteig expandiert in der Firma, alles lernt, adaptiert, sich anpasst und dann geformt wird durch den Kontext, durch die Firma. Ganz anders sieht es aber aus, wenn du ein Gründer bist, Unternehmer werden willst und deine eigene Firmenkultur schaffen willst, das eigene Unternehmen, die Mitarbeiter, die Kunden, den Standort, die Rahmenbedingungen, die Prozesse, dein Marketingkonzept. Dann ist in der Regel am Anfang nichts da. Und du bist eine Person, die nicht nur sich anpassen darf, wie jetzt die traditionelle, karriereorientierte Führungskraft in Konzernen, sondern du bist eingeladen, dir erstmal Gedanken zu machen, wie dieser Kontext aussehen soll. Und so stellst du dich dann an die Leinwand deines Unternehmens, deiner Zukunft. Und du machst dir Gedanken und sagst, so könnte das Marketingkonzept aussehen. Also das könnte meine Zielgruppe sein. Und hier, das ist mein Geschäftsmodell. Dafür brauche ich übrigens diese Ressourcen und dafür brauche ich auch das Team, die Schlüsselpersonen oder Stakeholder. Und damit ist dann auch diese Finanzierung erforderlich und ich brauche dann zum Abschluss auch diese Prozesse, Zulassungen, Anmeldevoraussetzungen, damit das Unternehmen starten und erfolgreich sich etablieren kann. Das heißt, als echte Führungskraft bist du kein Hefeteig, den du reinschmeißt in irgendein Bestandsunternehmen und der sich anpasst und sagt, wow, ich bin eine tolle Führungskraft. Nein, als Führungskraft ist deine Aufgabe, von der Zukunft, von den Zielen, von deiner Vision abzuleiten, wie dieser Kontext sein muss, den du dann gestaltest. Und das ist auch der Hauptunterschied, wenn ein Vorstand, eine Führungskraft aus einem Konzern sich trifft mit einem Unternehmer. Beide denken, ich führe eine Organisation ein. Beide denken, ich habe Verantwortung für andere Menschen, für Ziele, für KPIs. Nur der große Unterschied ist, dass in dem Kopf von Werner von Siemens beispielsweise zunächst eine Vision war und dann hat er den Kontext geschaffen, in dem sich heute die entsprechenden Aufsichtsräte, Vorstände und Führungskräfte von der Firma Siemens tummeln etablieren. Nur würde man einem Verwalter, der als Hefeteig in ein Bestandssystem reinkommend sich anpasst, all das wegnehmen, stelle ich dir die Frage, ob du glaubst, dass diese Führungskraft in der Lage wäre, das gesamte Konstrukt wieder neu aufzubauen. Und das macht eine Führungskraft. Eine Führungskraft ist in der Lage, nicht nur Menschen zu führen. Sie ist auch in der Lage, Kontexte, Visionen aus der Zukunft umzugestalten in gegenwärtige Strukturen, in denen dann sich andere Menschen, Firmenteams, Mitarbeiter, Führungskräfte und natürlich auch Verwalter, die wichtig sind, die Prozesse aufrechtzuerhalten, dann etablieren können. Beide haben natürlich eine Daseinsberechnung. Die Führungskraft hat die Aufgabe, Neues zu entwickeln, Systeme zu schaffen und die Firma bzw. symbolisch gesehen die Herde von Schafen immer wieder zu neuen grünen Wiesen zu führen, damit alle überleben. Der Verwalter jedoch, nun, der hat die Aufgabe, das, was geschaffen worden ist, am Leben zu halten. Das Problem ist nur, sollte diese grüne Wiese abgegrast sein, ist selten der Verwalter in der Lage, etwas Neues aufzubauen, neue Strukturen, neue Prozesse, neue Geschäftsfelder und Modelle zu entwickeln. Du ahnst vielleicht an dieser Stelle, weshalb so wenig Geschäftsführer oder Vorstände oder Aufsichtsräte sich selbstständig machen. Nur weil sie das vielleicht nicht können oder nicht gelernt haben. Und deine Aufgabe als Gründer ist es, neue Strukturen aufzubauen, eine Führungskraft zu werden, die aus der Zukunft, aus den Gedanken eine Realität formt, in die du dich dann auch selbst hineinentwickelst als entsprechender Gründer mit deinem Team und später anderen die Möglichkeit gibst, hier Arbeitsplätze zu schaffen. Deine große Aufgabe ist es also weniger zu verwalten, was da ist, sondern deine Aufgabe ist,
neue Kontexte zu schaffen, Geschäftsmodelle, Unternehmen zu schaffen, in denen du dich dann mit anderen hineinentwickelst, um dann Lösungen am Markt zu präsentieren, die andere Menschen dienen. Solltest du auf diesem Prozess auch deiner persönlichen Umgestaltung oder Entwicklung deines Geschäftsmodells Fragen haben, Unterstützung haben von ebenfalls kreativen Führungskräften, die nicht nur Berater und Coach sind, sondern selbst auch Unternehmer sind, die selbst diesen Weg gegangen sind, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Ich lade dich auch ein, unseren Kanal jetzt gleich zu abonnieren und uns weiter zu empfehlen. Und ich wünsche dir natürlich den Erfolg, den du haben wirst, wenn du gelernt hast, deinen eigenen Kontext, deine eigene Berufung, deinen eigenen Arbeitsplatz, dein eigenes Unternehmen zu gründen. Viel Erfolg wünsche ich dir, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.